Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Und wir fangen tatsächlich schon wieder bei Alfdant an und der Drache ist schon wieder da. Was ziemlich nervig ist und... Oh, jetzt verstehe ich das. Na gut, jetzt müssen wir einerseits erstmal gegen den Drachen kämpfen. Aber jetzt verstehe ich das. Oh mein Gott, das ist ein Blutdrache. Oh, mein Schaden ist nicht mal so schlecht. Wow. Ich bin selber überrascht. Das waren nur Zauber. Keine Armbrust im Spiel. Apropos Armbrust, ich habe kaum noch Munition für die. Ich habe wirklich nicht mehr viele. Ich habe wirklich nicht mehr viele Bolzen. Nur noch 41 Zwergenbolzen, glaube ich. Was echt wenig ist. Wenn man mal so meinen durchschnittlichen Verbrauch von. Weiß gar nicht. Was brauche ich so sonst? Vierzig Bolzen pro Drache vielleicht? Also ja, kommt hin eigentlich. Ach, scheiße. Ah, doch lieber mit Magie kämpfen. Ich wusste gar nicht, dass Blutdrachen so schwach sind. Das wundert mich gerade extrem, weil eigentlich sind Blutdrachen doch saustark. Aber ich glaube, Frostdrachen sind tatsächlich noch stärker. Also, ich glaube es nicht, jetzt weiß ich es, weil der Frostdrachen war ja Flusswald, das ist ja nicht so lange her, der war ja ultra stark. Im Vergleich zu dem hier. Aber gut, Drachen sehen, Farmen sind immer nicht schlecht. Vor allem, wenn es zu schnell geht, sag ich mal. Entschuldigung. Muss man erstmal gehen. Wenn man den Mund so weit aufmacht. Oh, kann man jetzt auch falsch verstehen. Ja gut, dann müssen wir nochmal kurz verkaufen gehen. Das war jetzt natürlich nicht geplant. Aber jetzt checke ich das, warum das. Schaut euch das an. Das habe ich erst nicht gecheckt, warum das so komisch ist. Aber das liegt daran, dass man in die Schwarzweite gehen soll, muss. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also ich glaube, wir haben einen Aufzugsschlüssel für Alftan. Das heißt, eigentlich müssten wir instant in die Schwarzweite kommen. Bin mir aber nicht sicher, deswegen. Können wir gleich nochmal gucken. Die Quest habe ich damals anscheinend vergessen, nicht gemacht, wie auch immer. Jedenfalls ist es halt eine von den Quests, die ich so in meinem Questboard habe, sage ich mal. Und ich dachte mir jetzt ab und zu auch mal so Nebenquests einfach raussortieren quasi, dass da nicht 500.000 Quests drinstehen. Ist vielleicht auch nicht schlecht, weil dann muss man nicht am Ende quasi, wenn man die ganzen größeren Quests rein fertig hat, noch diese ganzen Nebenquests nur noch machen, die halt teilweise dann eher nicht so cool sind. Dachte ich mir vielleicht. Gut, wenn man kleinere dann auch einfach zwischendurch macht. Meine Waren sind alle rechtmäßig, was ich von manch anderen nicht sagen kann. Ich möchte mein Glück mit jenen Hier wurde teilen, die nichts es gestohlen, verdienen. gar nichts. Natürlich ist hier nichts gestohlen. Nur ein nachlässiger, schändlicher, hirnverbrannter Idiot würde so dumm sein, Diebesgut zu kaufen. Bei Azura. Ich habe den schrecklichen Fehler begangen, einen Goldring zu kaufen. Und Viola Giordano vermisst einen Ring, der genauso aussieht. Ich könnte den Ring für euch zurückbringen. So einfach ist das nicht. Sie würde zum Jarl gehen, wenn sie wüsste, dass ich nur entfernt etwas damit zu tun hätte. Ihr müsst ihn ihr irgendwie anders zukommen lassen. Das ist gefährlich. Aber wenn ihr den Ring heimlich in ihr Haus bringt und vielleicht in eine Kommode legt, werde ich es euch vergüten. Okay. Ja, aber ich will hier was Lasst verkaufen, euch nicht. Boy. Bringt Viola Ah. heimlich diesen Ring zurück, bevor wir beide geschnappt werden. Noch eine Nebenquest angenommen. Schmuckstücke, Krimskram, solche Das Sachen. wollte ich eigentlich überhaupt nicht, aber egal. Gut, und zwar. Ja, Drachenknochen und Schuppen und dann. Ja, da kann er sich nicht mehr leisten. Aber das passt schon, weil. Schaut mal. Jetzt haben wir wieder 50 Gewicht weniger. Das sollte auf jeden Fall Bringt reichen. Viola heimlich. Oh, ja, ist okay, Bro. Muss dann nochmal gucken mit dem Aufzügen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher das war, der in die Schwarzweite geführt hat. Oh, hier ist eh noch offen. Ja, doch, ich glaube, der war das sogar. Elfzandkathedrale. Müssen wir nochmal gucken. Ein Aufzug direkt in die Schwarzweite gab es nicht, oder? Was? Aufschließen Schloss Meister? Was? Warum? Hä, hey, warum ist denn da jetzt ein Meisterschloss? Ich
Ich dachte, ich habe einen Schlüssel dafür. Oh mein Gott. Interessant. Es gibt ja dann auch irgendwann diese Stufe bei Dietrichen, bei der Fähigkeit, dass man immer ein Abbild von dem Schloss bekommt, das man knackt. Lol, es ist halt einfach ganz links. Da ist jetzt nichts gebracht. Ah, nee, hä? Achso, das muss ich jetzt nochmal neu aktivieren, oder was? Wenn sich das Ganze hier nochmal neu öffnet. Interessant, interessant, interessant. Der Centurio. Oh! Ich wollte gerade sagen, da steht doch wieder einer. Ist gar nicht mal so schlecht, weil die sind ganz gut zum Farmen. Okay. Oder sie töten einen mit. Oh mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Oder sie töten einen mit einer Dampfattacke. What the fuck war das gerade? Legit, what the fuck? Ey, ich wusste gar nicht, dass der sowas kann, Alter. Holy shit. Mal gucken hier. Auriels Bogen. Aber durch die Gitter können wir wahrscheinlich nicht durchschießen. Lol. Nope. Das funktioniert nicht. Muss man es auf die altmodische Art und Weise machen. Und dann einfach das Fell über die Ohren ziehen. Okay, man darf nicht in diesem Dampf drin stehen bleiben. Offensichtlich. Ah, jetzt weiß ich warum. Warum ich den nicht so stark in Erinnerung habe. Wisst ihr noch, was ich früher mal mit mir rumlaufen hatte? Mein Begleiter. Und die hat den ja getankt. Deswegen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viel Schaden diese Dampfattacke macht, weil ich die nie abbekommen habe. Aber Vulkanglas. Aufzugschlüssel von Alftan. What the fuck? Warum hatte ich den denn nicht? Wow. Ja, das ist echt heftig, ey. Den Dynamo-Kern nehmen wir auch mit. Die haben richtig geilen Loot, die Teile, ey. Das lohnt sich auf jeden Fall, den zu killen. Der war jetzt sogar ohne Trankeinsatz tatsächlich. Aber gut, dann raus in die Schwarzweite. Oder rein, besser gesagt, je nachdem, wie man es sieht. Genau, hier werden wahrscheinlich auch die ganzen Gegner respawned sein. Oder halt neu vorhanden sein, weil sonst wäre das Spiel ein bisschen langweilig. Was direkt ein Gegner? Ah, die Zwergensphäre, die uns damals schon begrüßt hat zum allerersten Mal. Aber ich bin um einiges stärker geworden, meine liebe Zwergensphäre. Oh, du offensichtlich auch. Oh mein Gott. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der trainiert auf jeden Fall in der Zeit. Wird die Zeit gut genutzt. Frag mich nur, was das... Ah, das ist ein Falmer. Na gut, bis der hier ist. Ja. Habe ich mich easy vollgeheilt. Die sind zum Glück gleich schwach geblieben. Wenigstens ein was gleich geblieben ist. Okay. Ach, und ich muss eh direkt in das erste Haus. Sehr schön. Da wäre ich so oder so jetzt, glaube ich, reingegangen. So. Sinderions Feldtagebuch. Ist die Frage, ob das ein Dwemer war oder ein Mensch. Ja gut, okay, die Items, die rumliegen, die füllen sich natürlich nicht mehr auf. Das ist, denke ich mal, klar. Aber man kann es ja probieren. Man wird doch nicht ganz ohne irgendwas rausgehen dann. Aber gut, dann lesen wir das mal. Nein, Schwachsinn, was für Bekleidung. Ach, Bücher, da ist er. Ja, Moment, wie ist das gerade? Sinderions Feldtag. Sammle in Schwarzweite purpurne Nien. Hä, hey, warum minus 17? Ach nee, 17 von 30 soll das heißen.
Okay. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, das Geheimnis der Nierenwurz der Nierenwurz. Achso, das heißt, zu der Nierenwurz zu lüften und trotzdem bin ich mit meinem Ergebnis unzufrieden. Das durchdringende Geräusch dieses seltsamen Krauts verfolgt mich. Es treibt mich an, das Geheimnis der Pflanze zu lüften. Selbst als ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich auf die Suche ging und mir 100 Nierenwurzel brachte, konnte ich nur ein mittelmäßiges alchemistisches Ergebnis erzielen. Aber das hat mein Hunger nach der Lösung des Rätsels lediglich verstärkt. Erst über 50 Jahre später wurde mein Gebet erhört und hat seinen Weg in meiner Werkstatt im Keller der Herberge zur Westebene gefunden. Als erstes vernahm ich einen vertrauten Ton, das unvergleichliche Summen der Nierenwurz. Als ich mich umdrehte, schlug mir das Herz höher und ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Das war eine Nierenwurz, aber von einer Art, die ich noch nie gesehen hatte. Die Pflanze besaß unterschiedliche Rotschattierungen, jedes Blatt war mit unzähligen Purpurtönen überzogen. Ich konnte mich nicht bewegen, ich war wie erstarrt. Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass es so ein einzigartiges Exemplar der Nierenwurz geben könnte. Nach einem unangenehmen Augenblick der Stille war ich in der Lage, dem Reisenden, der mir diesen Schatz gebracht hatte, einige gestammelte Fragen zu stellen. Er sagte, sein Name sei Obed Arnesian, ein Schatzsucher aus Himmelsrand. Offenbar hatte er ein großes unterirdisches Höhlennetzwerk, die Schwarzweite, erforscht und seinen Worten nach dabei auf ein lautes rotes Kraut gestoßen. Da seine Expedition nicht sehr erfolgreich verlief, wollte er die Höhlen nicht mit leeren Händen verlassen und nahm eine purpurne Nierenwurz mit. Er sagte, es hätte eine ganze Weile gedauert, bis er zu mir weiterempfohlen worden sei und nun hoffe er, dass ich einen guten Preis dafür bezahlen würde. Doch bevor ich mich wieder fassen und weitere Fragen stellen konnte, bot mir Obed an, die purpurne Nierenwurz eine Karte mit dem Weg zur Schwarzweite und den seltsamen Schlüssel zu verkaufen, der nötig war, um durch die äußere Verteidigung zu gelangen. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick, bis ich mich entschieden hatte. Obed verließ Skingrad mit 1000 Septimen mehr im Beutel, aber ich wäre auch bereit gewesen, den zehnfachen Preis alleine für das Kraut zu bezahlen. Nach einem Jahr Vorbereitung war ich in der Lage, meine Dinge zu packen, meine Werkstatt zu verkaufen, nach Himmelsrand aufzubrechen. Bevor ich die Schwarzweite erforschen konnte, wollte ich allerdings erst in großer Abgeschiedenheit ein neues Labor einrichten. Nach meiner Anfrage an der Akademie von Winterfeste, deren Ehrenmitglied ich bin, wurde ich von Afrosa Saretti weiterverwiesen, einer Schülerin der botanischen Alchemie. Sie besaß einen kleinen Hof in der Nähe von Rifton. Im Austausch für mein Anwesen über den Anbau, für mein Wissen über den Anbau der Nierenwurz konnte ich den Saretti-Hof zu meinem Ausgangspunkt für meine Feldforschung nutzen. Ich hielt mein Wissen über die purpurne Nierenwurz vor Afrosa geheim, teilte aber mein übriges Wissen als Dank für ihre Gastfreundschaft mit ihr. Nach einigen Monaten war ich endlich bereit, die Schwarzweide zu betreten. Ich nahm das runenverzierte Lexikon von Obed und stieg hinab in die Tiefen. Ich wollte genügend purpurne Nirnwurz sammeln, um mein bisher größtes alchemistisches Werk zu schaffen. Ich war mir sicher, dass ich mindestens 30 Pflanzen für den notwendigen Katalysator brauchen würde. Das bringt mich in die Gegenwart zurück. Meine anfängliche Suche wies darauf hin, dass die purpurne Nirnwurz eine ähnliche Vorliebe für Feuchtigkeit wie die Gartenvariante besitzt, aber auch eine Art Symbiose mit den riesigen Pilzen eingeht, die in der Schwarzweide zu finden sind. Ich vermute, dass die Pilze eine Art Wasserquelle sind, die die Feuchtigkeit der unterirdischen Luft wie ein Schwamm aufsaugen. Somit entsteht die ideale Bedingung für die Nierenwurz. Leider scheint die purpurne Nierenwurz eine wesentlich kürzere Lebensspanne zu besitzen, sie kommt hier unten auch nicht besonders häufig vor. 30 von ihnen zusammen ist eine ziemlich große Herausforderung, doch hoffentlich erlauben mir die Bewohner von Schwarzweite ungehindert meine Proben zu entnehmen. Puh, wow, das war ganz schön viel zu lesen. Also, eigentlich nicht, aber ich meine jetzt für ein Let's Play schon. Genau, wir müssen 30 sammeln. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich habe safe keine 17. Ja, warum habe ich Minus? Wie kann man denn Minus Purpur in der Nierenwurz haben? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh, schade, nicht geköpft. Also das ist echt strange. Hoppala. Sind wir schon wieder in der Schwarzweite. Weiß gar nicht, wie viele Folgen das her ist. Aber gut, was heißt schon wieder? Und ich meine, man muss dazu sagen, wir haben unsere Arbeit damals, oder ich habe meine Arbeit damals nicht vollends verrichtet. Ja. Sonst müssten wir auch nicht wieder herkommen. Oh, lol. Aber der hat eh nichts Interessantes für uns. Nein, hier ist nochmal Purpur und Nierenwurz. Der Vorteil ist, man hört es. Aber das mit dem Minus verstehe ich jetzt wirklich nicht so ganz, muss ich sagen. Weil, also, legit, wie kann man Minus haben bei dem Zeug? Also, das ist halt schon irgendwie komisch. Ah ja, der Vorteil ist, man hört es wenigstens.
Ja gut, aber 30 sollte man schon zusammenfinden. In der gesamten Schwarzweite des Gebiets ist ja riesig. Muss halt nur aufpassen, dass man nicht irgendwie dreimal den gleichen Weg abläuft, aber naja. Mein Gott, das muss man irgendwo immer, wenn man hier ist. Oh lol, hier liegt noch ein toter da. Lol, hier liegt noch ein toter Falmer von damals. Der hat sogar einen. Lol, das war der eine, wo ich mich damals gefragt habe, wo der hin ist, gell? Weil ich den irgendwie nicht wiedergefunden habe. Der hier auch, lol. Interessant, interessant. Na, aber der Zwerg-Centurio hier ist nicht neu. Also das mit dem Minus verstehe ich wirklich nicht so ganz, muss ich zugeben. Dann laufen wir einfach mal irgendwo hin. Es fühlt sich so leer an, weil man einfach weiß, dass hier nicht mehr viel ist. Oh mein Gott! Wait, what? Warum ist der halb tot? Habe ich damals den Zwerg-Centurio nicht getötet? Deswegen war er nicht an seinem Platz. Hä? Aber als ob ich den mit so wenig Leben am Leben gelassen hätte. Boah. Ah, auf Mist, zeig ich. Verbogenes Stück, wie man Metall. Ah, und hier. Ablegen. Ja, okay, das war's. Was habe ich denn damals am Leben gelassen? Haben wir so wenig. Strange. Okay, da sind wir vorhin runter. Also das mit dem Minus ist halt echt blöd, weil so brauchen wir ja noch viel länger dafür. Jetzt komme ich da an der Tore. Jetzt muss ich echt von der, jetzt muss ich echt von der anderen Seite extra hoch noch wegen einem Ding. Oh, RIP. Der Vorteil ist aber, dass wirklich Gegner respawnen, weil sonst wäre es echt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt wirklich noch rumlaufen würde und Pflanzen sammeln würde. So können wir wenigstens noch ein bisschen farmen und leveln quasi. Ey, das kann nicht sein. Wenn du nicht genau in der Mitte bist, dann kannst du hier nicht langlaufen. Uff, das ist aber echt schwierig. Du kannst hier nicht springen. Ja, das funktioniert nicht. Jetzt fahre ich wieder runter. Ja, ich komme nicht weiter. Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Ich stehe halt legit einfach oben drauf. Schau euch das an. Ich kann hier nicht weiter. Ich kann halt nicht springen, ne? Ich kann nicht springen. Und wenn du nicht springen kannst, kommst du da nicht mehr drauf. Das heißt, ich muss irgendwie eine Jump-and-Run-Action hier schaffen, aber das geht auch nicht. Ah, doch, hier. Hier. Oh, nein. Jetzt. Na, auch noch nicht. Jetzt. Ey, wegen einem so einem Kack-Ding. Minus. Also ich verstehe es mit dem Minus nicht, tut mir leid. Das entzieht sich vollständig meinem Verständnis. Nochmal hier gucken. Doch, da hinten ist sogar einer, oder? Na, es sind nur Pilze. Ja, verdammt, es sind nur Pilze. Ja gut, das ist jetzt natürlich nicht so spannend, aber die Folge ist jetzt, wir sind jetzt eh schon ganz gut dabei. Ja, ich probiere dann vielleicht einfach auch ein bisschen was zu sammeln, aber 30 Stück, das dauert echt lang. Also was heißt 30, uns fehlen jetzt 41, also das ist halt eigentlich komplett lächerlich.
Also ich weiß, dass ich damals auch Popone Nierenwurzel gesammelt habe. Muss mal kurz gucken, der ist doch bei Zutaten drin, ne? Ja. Ah, ich habe doch 6 Stück, warum habe ich minus 11? Ich hätte vielleicht gedacht noch so, okay, ich habe noch andere Nierenwurzel dabei. Und dass die irgendwie quasi, ja, sozusagen halt schädlich sind, was weiß ich. Weil es ja diese normalen Nierenwurzel sind. Aber das kann halt eigentlich nicht sein. Kann man die Dinger hier wieder farmen? Oh, kann man nicht. Die Geodenadern. Die sind ja schon ganz geil, eigentlich. Oh, das heißt eigentlich, die sind echt saugeil. Ich habe ja ganz die Seelensteine quasi gefarmt, die wir haben. Also legit 50 oder so. Nur aus dem Dungeon. Oder, naja, Dungeon ist vielleicht das falsche Wort. Nur aus dem Gebiet. Oh. Aber ja, das wird echt ätzend. 30 Purpurne Nierenwurzel. Okay, geht's nicht weiter. Hier unten war einer. Ein einzelner. Das ist legit nicht viel. Ja, und das hier war ja das abgelegene Pumpenhaus. Das bringt mir gar nichts. Puh. Ich wüsste halt gern, was das bringt, wisst ihr? Also ich sage jetzt mal so, an für sich hätte ich jetzt kein Problem damit, wenn wir eine Quest einfach später nochmal weitermachen. Ich meine, theoretisch kann ich ja einfach in 5 Folgen oder in einer Woche oder so. Was sind hier nochmal die beiden Eistroller wahrscheinlich, oder? Ja. So. Der Gefahr. Das Problem bei Eistrollen ist, dass man die nicht dingen ziehen kann. Die kann man nicht stunnen mit Attacken. Ja, mit Attacken. Mit Attacken, Alter. Oh oh. Oh. Ich hab's nicht unterdrückt. Ich wollte eigentlich niesen. Also, ich unterdrücke eigentlich nie meine Niese, aber in dem Fall. Der wollte nicht, der ist auf meinem Weg stecken geblieben. Ich dachte eigentlich vorher, dass ich schon niesen muss, aber da hat es sich dann auch irgendwie wieder erledigt. So, jetzt bin ich wieder komplett umsonst hier rübergelaufen, weil ja nichts weiter ist. Manchmal ist es so nervig, wenn der Schwarzwald ist, manchmal dieses Hintergrundgeräusch auch dieses Geräusch so ähnlich vom Nierenwurz wie vom Nierenwurz, das ist so nervig. Denke ich immer, oh, jetzt ist hier einer, aber oh, nee, das ist so laut, das tut so richtig weh in den Ohren, das ist halt kein Nierenwurz, sondern das normale Hintergrundgeräusch, das einfach teilweise hier ist. So. Es ist echt. Ich bräuchte eine Karte von hier unten, aber das Problem ist ja eben, du hast keine Karte. Hier ist irgendwo einer, glaube ich. Oder auch nicht. Ich hätte halt auch gedacht, am Wasser ist wahrscheinlich, also ist am, oh mein Gott, wahrscheinlichsten, dass da was ist, aber hier ist halt legit einfach nichts. Oder auch unten, wo wir waren, da war einer. Einer. Ja, das ist ja das da unten, ne? Das ist nicht so schön. Also mit dem Minus wüsste ich echt gern, warum das einfach mal Minus anzeigt. Hm. Oder das zeigt uns echt nicht. Also, oder die können nicht respawnen. Also, ich habe damals, meine ich zumindest, einige schon gesammelt.
Ich glaube, ich habe die dann teilweise verkauft. Hier ist endlich mal wieder einer. Allein wie lange wir jetzt für den gebraucht haben. Jesus, man. Das ist schon krass. Also ja, ich fürchte, das ist eine Quest für einen anderen Tag. Ist halt sehr blöd, weil ich bin jetzt echt interessiert daran, weil es jetzt so eine krasse Einleitung hatte, dass der Typ da 50 Jahre seines Lebens quasi nur mit der Suche nach dem, oder was heißt der Suche, mit der Forschung am Nirnwurz verbracht hat. Könnte das ja was ziemlich Heftiges sein. Oh ja. Wenn wir die nicht finden, dann werden wir es nicht herausfinden, fürchte ich. Wobei ich sag mal, es ist ja deswegen nicht unmöglich, aber es wird halt auf jeden Fall länger dauern. Ich meine, ich find mehr Geodänenadern als Nirnwurze, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also es kann ja wirklich eigentlich nicht sein. Das sollte ja wesentlich seltener sein als eine Zutat. Außer das Ergebnis daraus ist so heftig. Aber es könnte tatsächlich sein, dass der Nirnwurz, den ich gefunden und verkauft habe, dass deswegen Minus dasteht, weil ich halt so und so viel verkauft habe, Minus. Und insgesamt gibt es vielleicht gerade mal wirklich 30 Nirnwurze, weil ich mir das irgendwie auch nicht vorstellen kann, aber vielleicht ist ja wirklich so. Und weil ich jetzt welche verkauft habe, steht da Minus. Das ist eigentlich die einzig logische Erklärung. Also ich meine, logisch ist es für mich nicht, aber gut, darüber kann man streiten. Aber das wäre tatsächlich ziemlich fatal, weil ich habe das auch nicht auf Video, wo ich die überall verkauft habe. Beziehungsweise ich habe die teilweise auch, glaube ich, mal weggeworfen, wenn ich einfach Platz im Inventar gebraucht habe. Und das heißt, es ist unmöglich, also die kriegst du nicht mehr wieder. Also das kannst du vergessen. So, 8 von 30. Ja, ich wäre noch gerne auf 0 gekommen, also halt quasi 0 von 30, aber das werden wir heute nicht mehr schaffen. Was auch cool wäre, wenn es ein Gebäude geben würde, das müsste man dann vielleicht online nachgucken, wo irgendwie Nirnwurze viele drin liegen, Purpurne, aber ich war ja eigentlich in den meisten Gebäuden, aber gut, ich weiß auch nicht mehr automatisch, auswendig, wo was drin war. Genau. Aber ja, wie gesagt, zur Not halt einfach sammeln. Oh mein Gott, vielleicht habe ich welche eingelagert, fällt mir gerade auf. Das könnte tatsächlich sein, dass ich auf meiner geilen Kiste, dass ich da purpurne Nirnwurze drin habe. Könnte schon sein. Aber müsste ich nachgucken. Oh, Leute, ein Riese. Und ein Kaurusjäger. Oh mein Gott. Der Riese wird halt automatisch angegriffen, mich aber nicht der Kaurusjäger. Oh fuck. So, jetzt kämpfen die gegeneinander irgendwie. What the fuck? Ey, schau mich an, Riese. Schau mich an, Riese. Schau mich an, Riese. Schau mich an, Riese. Nehmen wir mal einen. So, jetzt habe ich es hinbekommen, dass die gegeneinander kämpfen. Aber gegen mich hat keiner von beiden so wirklich gekämpft. Ja, das muss mir auch mal jemand erklären. Aber okay. Ja gut, aber dann würde ich fast sagen, belassen wir es fürs Erste dabei. Müssen wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf vormerken, aber also ich weiß nicht, ich gucke dann einfach mal, denke ich, die Truhe haben wir, glaube ich, damals durchsucht, da bin ich mir ziemlich sicher, ja, das ist leer. Ich gucke dann mal echt online jetzt in dem Fall, weil das ist jetzt halt so eine Quest, ich meine, da finde ich es jetzt nicht so verwerflich, wenn man da online guckt und gucke in meiner Truhe nach, wie viele da vielleicht drin sind. Ja, aber wie gesagt, merken wir es uns einfach vor, wahrscheinlich fürs nächste Mal. Für ein andermal. Und ja, die, wo ich jetzt gesammelt habe, die lagere ich auf jeden Fall auch rein. Und hier haben wir noch einen. Sehr schön. Minus 7 von 30. Und noch ein Falmer. Und noch ein Kaurusjäger. Ach du Scheiße. Und doch lieber erst den Falmer töten. Und Level Up. Ja, tatsächlich. Hier haben wir noch ein Level Up. Nice. Ja, jetzt sind unsere Werte natürlich extrem geil. Weil wir nochmal tatsächlich Magikas retten sollten.
Trotz unseres neuen Amuletts. Ich habe gerade schon wieder dieses Gefühl, dass hier was ist, aber da war nichts. Na gut, ja, wie gesagt, beenden wir das Ganze und gucken dann nochmal. Oder ist hier noch einer? Das ist wieder dieses Standardgeräusch, was immer hier ist, ey. Na, darf mir das. Yes! Minus 6 von 30, Ja gut, wenn man wirklich die ganze Zeit hier rumläuft, vorne ist glaube ich nochmal, ja, dann findet man schon was, aber für die Zeit, die wir jetzt wieder hier unten waren, ist es trotzdem, finde ich, gigantisch wenig. Also muss man einfach sagen. Aber egal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's kurz rein. Bis zum nächsten Mal. Wir schauen uns noch kurz an, was wir hier als Loot bekommen. Großer Seenstein. Kleiner Seenstein. Und schwarzer Seenstein. Nice. Und damit macht's kurz rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.